Da gab es mal einen lustigen Anschlag auf dem Kindergarten. Ja? Der hat mich immer verfolgt. Der muss irgendwann mal ein Mann mit einem Flammenwerfer in den Kindergarten gerannt sein, hat alle Kinder verbrannt. Ja. Das fand ich interessant. Und auch mal außerhalb der Reihe so. Barbecued. Ja, quasi. Weißt du, was dir gut getan hat? Diese 20 Grad am Strand. Ja, da bin ich immer viel Zeit auf jeden Fall. Aber, wollen wir einfach einsteigen. Hallo, ihr seid ja auch schon da. Oh, das ist aber eine tolle Freude. Ich bin noch gar nicht angezogen dafür. Oh, ist egal. Wir können uns doch alles leisten. Wir können uns eine Woche Pause leisten, haben wir ja festgestellt. Oder zwei Wochen Pause. Ja, also easy, ja. So, und jetzt sind wir aber zurück und frischer als je zuvor. Ich zumindest. Du siehst richtig scheiße aus, ja, du hörst dich scheiße an. Danke, ja. Aber das gehört ja auch hier ein bisschen dazu. So ist es. So ein bisschen self-made. So, ich habe trotzdem viel erlebt, auch wenn ich krank war tatsächlich. Das ist doch schön. Ich habe mir schon überlegt, der Ausfall, den schiebe ich einfach auf dich, dann ziehe ich mich gut aus der Verantwortung. Ja, ich bin gerne der Heel, der Bösewicht von uns beiden. Muss kein Problem. Muss es ja immer geben. So gut Cop, Bad Cop. Bad Cop, Bad Cop. Cop, Copperfield. Der gute Cop, der schlechte Cop. Ja, schön. Dann nehme ich die Person des klugen Cop und sage, hallo, na Leute, es ist viel passiert. Haltet euch fest, wir lassen die letzte Zeit Revue passieren, was hier gerade richtig am Dampfen ist im Internet, im Brennpunkt-Internet, ja. Um nicht zu sagen. Heiß, heiß, heiß. Heiß ist ein gutes Stichwort, einfach nur um kurz Revue passieren zu lassen, was auch für mich in den letzten Wochen passiert ist. Ich war nämlich viel unterwegs, wo es warm ist. Hm. Ja, du ich nicht. Ich habe neidisch deine Stories verfolgt, während du hörst ich im dich, Bett lag. Du hörst dich jetzt noch nasal an, ich nicht. So, da wissen wir ja was. Nee, aber... Ich will damit jetzt auch nicht protzen. Es waren einfach nur Billigflüge, die sich mehr oder weniger last minute ergeben haben. Und ja, first class, last minute. Ja, genau. Da dachte ich mir, nee, die Scheiße tue ich mir jetzt hier nicht an mit dem Winter minus 9 Grad, als wir hier das letzte Mal... warte mal. Ich glaube, als ich nach Malle bin, war es hier gerade 9 Grad minus beim Losfahren. Ja, kommt hin. Kotze. Einfach nur Kotze. Naja, aber jetzt bin ich super fresh und ich bin jetzt Experte. Ich war auf Mallorca, das war zwar nicht mein erstes Mal, und ich war in Portugal. Ich bin jetzt ja Portugal-Experte, ne? Portugalesisch. Sprichst du jetzt auch Portugalesisch? Portugalesisch ist meine zweite Muttersprache geworden. Pathologie heißt es auch. Stimmt, habe ich mal gehört. Ja, ich habe mir auch überlegt, ich will jetzt einfach ein bisschen cooler sprechen, deswegen Portugalesisch. Weißt du, man braucht ja auch als Podcast einfach so Alleinstellungsmerkname. warte mal, da steckt ein Wort. How do you say in German? I forgot. Alter Schwede, das ist direkt noch ein Podcast-Name. Alleinstellungsmerkname. Egal. Versteht zwar keiner, was das heißen soll, aber es ist egal. Ja, es ist völlig egal. Nee, es war schön. Nee, was wollte ich sagen? Genau, wir sind der Podcast dann, wo der eine Typ so ganz komisch spricht. Portugalesenland, ne? Übrigens, im Portugalesenland sieht man ganz selten, ich muss mal kurz was trinken, sieht man ganz selten, dass jemand Siggis wegfluppt. Siggis? Ja, ja. Siggis wegfluppen. Du meinst, was meinst du? Na, so Siggis. Hast du schon mal eine Siggi gefluppt? Ich kenne Hecki-Sack. Diese kleinen Plüschbälle, die man getreten hat. Nee, Zigaretten. Wie der Volksmund sagt. Keiner. Ich habe fast keinen gesehen, der eine Siggi gefluppt hat. Es soll doch irgendeinen Staat geben, wo die gerade versuchen, die Tabaksteuer so oft zu erhöhen, bis keiner mehr raucht. Das ist aber, glaube ich, so ein kleines Ding, oder? So ein Island. Naja, irgendwie sowas. Ja. Egal. Und jetzt Portugal. Nee, also teuer war es da nicht. Vielleicht ist es sogar relativ billig da, weil es sich einfach nicht lohnt, weil die Leute da einfach klug sind. Und Portugalesen sind klüger als Deutsche. Ja. Ja, gut, das ist gar nicht so. Deren Sucht ist die Sonne abwegig. Und nicht die Siggi. Wie kommst du aufs Siggi-Schlürfen? Flummen, weiß ich nicht, weil ich halt cool sprechen wollte. Hallo? Du darfst doch hier nicht die Podcast-Regeln hinterfragen. Ja, meine Güte. Aber Leute, bleibt dran. Es ist viel passiert und es gibt auch einen viralen Hitler. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob du selber einen hast. Vielleicht sollten wir direkt dazu kommen. Ich habe einen kleinen viralen Hitler. Okay, was ist das? Und zwar hat Horst Seehofer behauptet, er wäre schon in den 80ern online gewesen. Hat er das gesagt? Ja. Also ich muss sagen, deutsche News habe ich fast gar nicht verfolgt, dadurch, dass ich ja nicht hier war. War nicht relevant für dich. Und Horst Seehofer, in welchem Zusammenhang hat das? Einfach nur, ist er ans Mic gesteppt, hat gesagt, übrigens, und dann ist er wieder weg. Ja, es ging so zum Thema Internet, das Neuland und so, hat er gesagt, für mich nicht. Ich war schon in den 80ern online und okay. So. Und er war damit der Erste. Das stimmt. Da gab es dann schöne Memes, so von Leuten, der erste Mal auf dem Mond,
der erste Mann sonst wo und dann der dann Horst Seehofer, der erste Mann online. Okay, ist echt leider an mir vorbeigegangen, das klingt gut. Da können wir auch so eine kleine Meme-Review-Untersparte. Daily Dank habe ich mal als Prototyp für mich überlegt, so als Videoformat. Ah. Weil es gibt ja die Dank-Memes, die besonders coolen, wo die Normies sich denken, ach du Scheiße, mein Hirn schmilzt, wenn ich mir Dank-Memes angucke. Und der Daily Dank-Report sozusagen, der könnte dann immer so solche Memes auseinanderklabustern. Man muss aber in Deutschland sein, um die zu erfahren. Das stimmt. Bin ich ja jetzt vermehrt. Jetzt bin ich ja vermehrt in Deutschland. Ich habe dieses Wochenende nochmal ein Influencer-Treff zu Magic-Spielen in Berlin. Ach, die Magic-Influencer-Szene trifft sich dort, ja. Ja, so ein paar YouTuber spielen halt am Wochenende Magic und da bin ich auch dabei und mal gucken. Drop mal ein paar Namen. Ich habe verstanden, twerk mal ein paar Namen. Warte, ich halte mal kurz meinen Arsch ins Mikrofon und twerk hier so ein paar Namen rein. Ja, na, die üblichen Verdächtigen, David Hein und Hand of Blood und Robin Bubble. Robin Blase, die zocken halt. Dion und ich sind auch dabei, weil wir sind die Magic-Experten. Ja. Ne? Man muss sich die Elite ins Haus holen, wenn man eine Runde Magic zockt. Beziehungsweise die zwei Tage durchgehend Magic zockt. Wird das live gestreamt? Nee, ich glaube, das ist... Also nicht, dass ich wüsste, dass es irgendwie so ein Event ist. Einfach nur, yo, lass mal zocken, wir haben Bock. Kommt mir ganz gelegen, denn auch dadurch, ich war ja lange nicht da. Ja. Und vielleicht findet sich jetzt der ein oder andere Fanboy, der sagt, ach, der zockt Magic, den finde ich toll, weil was ich hier schon wieder in meiner Patreon-Gruppe lesen muss, ach, der Tino, das ist so ein geiler Typ, der hasst Minecraft und der liebt Wrestling, ich bin ein Fan. Und ich hasse Dr. Who, habe ich heute auch schon auch geoutet. Genau. Und weißt du, vielleicht kriege ich jetzt ja auch mal einen Fan. So, Assi, was wollte ich denn eigentlich sagen? Mein viraler Hitler. Bitte. Darum ging es ja. Und eigentlich ist das ja hier durch Zufall entstanden, weil irgendwie haben wir aneinander vorbeigeredet und es ging um Helene Fischer. Ja, so. Stimmt. Das war sehr lustig. Und irgendwie wolltest du über sie sprechen, aber irgendwie auch nicht. Und dann dachte ich, na doch, jetzt wo du die Alte ansprichst. Ja, nee, ich habe gerade einen Kommentar abgegeben bei Facebook und da ist halt dann dein Telegram-Dings aufgeploppt. Da habe ich dann das da irgendwie abgeschickt. Am warum PC auch quasi, oder? Nee, ich war an meinem Handy. Ach so. Das war total seltsam. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, dann ist der Kommentar nicht aufgetaucht. Ich dachte, was? Da war ich in deinem Chat drin, da war auf einmal dieser Kommentar bei dir drin. Schickst also, du mir random irgendwas? Ja, Helene Fischer ist, ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Weiß ich nicht mehr, auch nicht, dann, keine Ahnung. Dann dachte ich mir, naja, jetzt ist die Scheiße schon angesprochen, dann müssen wir auch mal über Helene Fischer sprechen. Denn nicht zuletzt Helene Fischer hat das Internet in den letzten Wochen zu einem Brennpunkt gemacht. Absolut. So, ich habe es natürlich nicht aktiv verfolgt, aber man kann der Scheiße natürlich nicht entrinnen. Und deswegen ist das mein viraler Hitler, Helene fucking Fischer. So, ich muss dazu sagen, ich gönne ihr den Erfolg, ich gönne allen Leuten Erfolg, ja, es ist völlig in Ordnung. Geht's an die AfD? Ja, aber ich kann es in diesem Fall nicht nachvollziehen. Helene Fischer sieht durchschnittlich aus für mich, ich weiß, dass sie objektiv nicht hässlich ist. Ja. Aber ich denke mir so, ja gut. Wie eine Mutti sieht die aus, ne? Google mal blonde Frau, dann findest du sie, so. Mhm. Und zwar 10.000 Mal, so. Und noch dazu hat sie für mich auch dieses Appeal von, irgendwie ist sie 30 oder Anfang 30 oder irgendwie so. Kommt hin. Aber sie wirkt so wie so eine 45-Jährige irgendwie auf mich. Ja, weil sie so brav ist, weil sie eine Schlagersängerin ist. Also das kann sein, dass Schlager da eine Rolle spielt, aber man kann ja irgendwie, weißt du, zum Beispiel eine Nena oder so. Gut, die singt keinen Schlager, aber die ist ja, die hat ja trotzdem dieses mittlerweile. Dieses Jugendliche. Ja, also die ist ja trotzdem auch irgendwo vergleichbar. Aber die wirkt halt nicht wie so eine, weißt du, so Leute, die in den Medien unterwegs sind, sind ja eigentlich so jung und hip in der Regel. Aber sie wirkt halt irgendwie wirkt auf mich so. Älter als sie ist. Ja, so richtig wie so eine typische Menopause-Frau, die keine Ahnung vom Internet hat und so. Ja. Und aber das ist ja egal, das ist ja nur mein Geschmack. Aber das Phänomen habe ich auch bei Sarah Connor damals gemerkt. Die sah mit 20 schon aus wie so eine Mutti. Ich habe ihr dieses sexy-mäßige nicht abgenommen. Weil sie einfach nicht sexy ist. Ja, das auch. Also Sarah Connor ist halt, ja, stimmt, ist auch so ein Fall. Ich habe Autogramm von ihr tatsächlich. Nein. Wo Tutino draufsteht. Tutino? Ja, meine Oma. Spricht die nicht Deutsch? Doch, aber. Ist die dumm? Sie war, glaube ich, so in ihrer Englischphase. Sie war auch schon zwei Wochen lang im Ausland. Und meine Oma war damals auf dem Highfield und Beachparty in Hohenfelden. Deine Oma, wie alt ist die denn? Die lebt nicht mehr, aber die ist. Wegen dem Highfield. Wahrscheinlich. Man hat da die Stars betreut. Ah, und da hat sie mir immer Autogramme mitgebracht. Von Gildo Horn habe ich eins, von Marilyn Manson hat sie kennengelernt, den sie ganz furchtbar fand. Und von Sarah Connor.
Aber gut, erzähl gerne weiter. Ich bin gerade ganz geflasht von Gildo Horn. Also da bin ich, da steht mir der Neid ins Gesicht Gildo geschrieben. Nee, das ist ja cool. Ich dachte, sie ist als, als Besucherin auf dem Highfield. Nee, die war tatsächlich die Starbetreuerin. Das ist ja schon cool, du. Mhm. Hat sie dich dann auch schon betreut oder warst du da noch nicht so in den Medien wie heute? Nee, da war ich noch ein Kinderstar. Ja. Schade. Ja, aber schön. Helene Fischer ist für mich kein Star. Ist auch kein Kinderstar. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Man kann sich da bestimmt reinfuchsen, dann wird das irgendwie logisch, aber ich bin natürlich nicht im Thema und bin auch stolz darauf, nicht im Thema zu sein. Wie ich übrigens auch stolz darauf bin, dass ich hier so leichten Sonnenbrand auf meinem Bein habe. Ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr so ganz. Aber zurück zu Helene Fischer. Ja. Was macht die denn genau? Die singt Schlager und ist damit erfolgreicher. Ich weiß nicht gerade, wer es war. Ich glaube, Mariah Carey oder so. Sie ist irgendwie unter den Top 10 der erfolgreichsten Sängerinnen 8, 5, der Welt. Irgend sowas. Und ich denke mir, alter Falter, also so geil ist die nicht. So. Ja, aber vielleicht es wird viel gekauft einfach und viel gesehen. Ja, und dann denke ich mir wieder, ist die Alte relevant, weil sie irgendwie relevant ist oder wird sie relevant, weil andauernd über sie berichtet wird? Weil wen interessiert denn wirklich, mit welchen Leuten die jetzt zusammen ist? Oder klar, Florian Silbereisen. Doch, das war ein großes Ding, weil Florian Silbereisen ja auch so ein Volksmusik-Schlagerstar ist und die waren so lange ein Traumpaar und dann das plötzliche Ende, das war schon den Bericht wert. Ah ja, den Bericht wert, aber also selbst mir, ja, man kriegt ja hier oben so eingeploppt manchmal News. Newsflash, ja. Hm. So, und wenn ich da reinkriege, Drama um, ich weiß nicht mal, wie der neue heißt, ja, stand aber da, der Name Drama um, genau. Bla, irgendwie Medienaufmerksamkeit, bla, dachte ich mir, Alter, warum krieg ich das? Das ist scheiße. Das möchte ich nicht und deswegen ist das mein viraler Hitler. Helene Fischer kann sich verpissen von mir aus. Sie kann gerne ihre Musik machen, aber ich möchte die nicht auf meinem Handy aufploppen. Nicht haben. In den Schlagzeilen, meinst du? Ja, vor allem von mir aus mit ihrer Kunst. Aber ey, ganz ehrlich, Leute, hört doch mal auf, euch dafür zu interessieren. Klar, ich verstehe das. Florian Silbereisen, der hat seinen Musikantenstadel mit seinen Menopause-Frauen gemacht. Ich droppe dieses Wort übrigens ganz oft, weil es mein upcoming Song ist. Ah. Da muss ich das schon mal in den aktiven Sprachgebrauch rein injizieren. Klar, Florian Silbereisen und so, da kann man mal drüber reden, aber jetzt ist auch einfach mal gut. Mir ist scheißegal, mit wem die jetzt zusammen ist und das sollte auch Privatleben bleiben. Ist auch egal. Aber es gab einen sehr schönen Moment, als sie zum ersten Mal in seiner Sendung war, nach der großen Trennung. Hm. Da haben sie sich in den Arm gehalten und da hat er zu ihr gesagt, Helene, egal was passiert, wir werden immer beste Freunde. Da haben beide geweint, das war sehr emotional. Oh, aber ist das nicht so ein Spruch, den man... Na gut, beste Freunde ist schon was anderes, ja. Aber dieses, lass uns Freunde bleiben, kann ja auch manchmal so ein bisschen komisch rauskommen. So. Ja, aber sie müssen ja Freunde bleiben, ja. Ich meine, er moderiert die ganzen großen... Eben, er moderiert die ganzen großen Schlagershows und sie muss ja immer auftreten. Hm. Sie können sie nicht aus dem Weg gehen. Awkward. Und dann hinter der Bühne, ne? Hinter der Bühne nimmt sie hier die ganze Garderobe durch. Ja, ich kenne viele Stories aus der Schlagerbranche, da ich selber schon als Playback-Musiker aufgetreten bin. Ja. Bei Schlagersendungen kein Spaß. Achso, ich dachte, du meinst jetzt deine Falco-Nummer mit 12. Nein, das war was ganz anderes. Das war mein erster Karrierestep. Aber ich habe mein Geld schon verdient mit Playback-Musiker-Dasein für Schlagersänger. Für Nick P. zum Beispiel. Kenn ich nicht. Der hat gesungen, ein Stern, der deinen Namen trägt, mit DJ Ötzi zusammen. Ach so, das ist so ein One-Hit-Wonder, oder? Nee, der ist richtig ein Pop-Titan im Schlager, Schlager-Pop-Titan. Muss ich direkt nochmal einhaken, in die letzte Folge nämlich rein. Ja. Ich kenne eine Version davon, ein Stern, der deine Herkunft verrät. Will ich jetzt auch keine Promo machen. Ja. Aber über diese Brücke komme ich nochmal ganz kurz auf die Onkels zu sprechen. Ah. Ich habe nämlich Recherche betrieben. Bitte. Und zwar, hast du was von diesem Song gesagt, irgendwas Türken raus? Genau. Und ich dachte nämlich, das ist dieses Türke-Türke-Ding, was irgendwie den Onkels ab und zu mal angedichtet wurde, aber was von ganz anderen Leuten ist. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich will, wie gesagt, auch gar nicht irgendwie groß dafür Promo machen. Aber tatsächlich gibt es ja so einen Türke-Raus-Song. Von den Onkels. Der sehr, sehr alt ist. Ja. Und dann, da gebe ich dir recht, das ist natürlich, ich habe auch so Begründungen gesehen, warum haben wir das geschrieben und so und das war und so speziell und ihr wisst nicht, wie es war und so. Aber auch da sage ich mir, das ist dann vielleicht auch jetzt langsam mal 30 Jahre her. Mhm. Und vielleicht können sich Meinungen von Leuten auch so ein bisschen ändern. Und eigentlich ist es ja löblich, wenn sie in so einer Zone, wo es wirklich Stress mit Ausländern gibt, wir haben überhaupt keine Zeit gestellt, Alter. Fuck, nee, stimmt. Wie spät es ist. Heute ist ja anarchistische Podcast. Heute ist irgendwas. Wir machen freie Schnauze. Ja, ja. So, genau. Und in den 30 Jahren ist es ja löblich, wenn er aus so einer Zone kommt, wo es
permanent Stress untereinander gab und er vielleicht auch in einer Peergroup war, die irgendwie nationalsozialistisch eingestellt ist, ja, dann ist es ja vielleicht nicht das Schlechteste, wenn er plötzlich sagt, ja, ich will die auch nicht zu sehr jetzt irgendwie verteidigen, weil so krass nein, Fan bin ich auch wieder nicht. Nein, ja. Ich habe aber gehört, als Kevin Russell diesen Unfall verursacht hat und er geflohen ist, hat man so wohl in seinem Auto auch eine Hakenkreuzmütze gefunden und so Nazi-Stuff. Okay. Er hat sich offenbar nie wirklich distanziert von der rechten Szene. Der Weidner schon. Der schreibt ja hauptsächlich die Texte. Genau, und der Weidner, der hat auch schon öfter so Sachen geschrieben, so Deutschland ist bunt und wir müssen Leuten helfen und so. Aber der Russell, der hält sich da immer raus aus solchen politischen Sachen. Ja, muss ich auch dazu sagen, dass der ist halt auch nicht der Hellste. Da habe ich mir auch der ist eine Kotzkrücke. Im Zuge meiner Recherche ein, zwei Interviews angeguckt, auch von damals halt. Der ist halt schon der typische Weimar Westler. Ja. Ja, um mal Randgruppen zu beleidigen. Aber auch zu Recht. Ja, Randgruppen natürlich rein örtlich gesprochen, weil Weimar West am Rand von Weimar ist. Ja, ja, ist es auch. Aber lustigerweise habe ich auch noch mal mir aufgeschrieben, vom letzten Mal, als wir gesprochen haben über das Trennen von Künstler und Kunst, ist mir aufgefallen, kennst du die Band Three Days Grace? Nee, nie gehört. Die machen so amerikanischen Rock, Metal, Pop irgendwie. Rock, Metal, Pop? Ja, ganz komisch. Jamaikanisch. Genau, richtig. Das klingt gut. Nee, amerikanisch und Amerika, okay. Ich liebe diese Band, ja, ich höre die voll gerne, aber die waren die einzige Band, die nicht abgesagt hat, als Trump Bands gesucht hat für seine Amtseinführung. Die haben da gespielt. Okay. Da dachte ich, oh, was für Kotzkrücken. Aber die machen gute Musik und ich höre die immer noch gerne. Wobei es ja fast wieder lustig wäre, wenn jetzt irgendwie, also wenn zum Beispiel die Ärzte bei Trump spielen würden, fände ich es schon fast wieder witzig. Ja, aber aber sind Three Days Grace nicht. Ja, dachte ich mir schon. Also ich glaube, die meinen das tatsächlich auch dann dementsprechend ernst. Dachte ich mir. Naja, gut. Aber du hörst sie trotzdem noch. Ich höre sie immer noch gerne. Nicht mehr ganz so oft, aber ich habe noch so Songs in der Playlist von denen, wo ich sage, okay, ich weiß, die sind Trump-Supporter, es werden nicht die einzigen sein in den USA, aber ich höre sie immer noch gern. Okay, schön. Gut, dann die großen Schlagzeilen. Ich weiß nicht, was du vielleicht noch hast, aber wir können ja auch einfach abwechseln. Ja, ja. Ich habe nämlich diesmal, muss ich sagen, ich war nicht ganz da und habe nicht ganz so viele geile Schlagzeilen. Aber die erste, die ist gut. Ich habe nämlich Lasst die Finger von Venezuela als Schlagzeile. Kennst du den Song nicht? Ich kenne den Song. Okay, also Lass ich habe jetzt Finger mir echt ganz viel Gelächter erhofft. Ja. Nein, ich muss mir gerade mein Teil denken, weil der Song heißt ja eigentlich Lass die Finger von Emanuela. Richtig. Und der Song hieß aber früher in ihrer Demo-Version mit dem Fahrrad nach Venezuela. Echt? Ja. Alter, wie du die Funfacts hier drauf. Voll der Zufall gerade, dass du das so umschreibst. Ja, na geil, wusste ich natürlich. Ja, in Venezuela ist nämlich ein bisschen die Kacke am Dampfen. Ah ja, die und zwei Präsidenten und so. Genau, ja. Maduro und Guaido oder so. Wir sind ja hier auch die Experten, was Halbwissen angeht, ne? Absolut. Ihr könnt ja auch selbst recherchieren. Wir geben nur unseren Senf dazu. Das hat meine Oma übrigens mal gesagt. Das ist ein legendäres Zitat. Ich habe doch keine Ahnung, ich gebe nur Ratschläge. So, das fand ich, war ein okayes Zitat von meiner Oma. Grüße gehen raus. Und das sind zwei Präsidenten. Der eine wurde rechtmäßig, in Anführungsstrichen, ich mache die gerade hier rein ins Mikrofon, gewählt. Natürlich gerickte Wahlen, so. Mhm. Und der andere von der Opposition, der für Demokratie steht, der hat mehr Support bekommen. Und da hat sich so ein kleines globales Spiel entwickelt raus, wie so jedes Land mehr oder weniger quasi nach und nach Stellung bezieht, wen dieser beiden Personen sie als Präsidenten ansieht. Wer gewinnt? So, aktuell sieht es also aus, ich habe jetzt noch nicht die allerneuesten News gecheckt, aber aktuell sieht es aus, als würde der Oppositionelle mehr Zuspruch bekommen. Der Demokrat. Global. Genau, der Demokrat. Der andere ist halt so ein typischer Erdogan. Das ist nämlich auch sehr spannend. Putin hat ihn gebackt, ja? Den Bösen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Aber Trump wiederum hat den anderen tatsächlich, oder ich sag mal die USA. So, und da weiß man gar nicht, wem man glauben soll. Ja, genau, da ist man hin und her gerissen. Und ich finde das aber sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also Venezuela, da ist ja eh seit langer Zeit so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Und jetzt ist das quasi so ein bisschen Showdown. Und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft passieren wird. Ich habe mich darüber, wie gesagt, gar nicht informiert. Das hast du mir erst geschrieben. Ich habe das am Rande verfolgt, aber da gerade weder heute Show gekommen ist, noch Fest und Flauschig, habe ich diese wichtigen Sachen gar nicht mitbekommen. Oh, und ich das sind also deine Newsquellen. So. Du verwendest andere Podcasts als Quellen und verwurst es dann in unsere. Selbstverständlich. Finde ich gut.
Ja, also müsst ihr quasi Fest und Flauschig gar nicht hören. Ich habe tatsächlich bis heute nicht eine Folge gehört. Ich kann gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich GEZ verweigere. Das hat natürlich damit nichts zu tun. Aber doch ein bisschen schon irgendwie. Echt, ja, ist das befinanziert? Wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Nee, da muss ich ja jetzt auch alle, die dafür arbeiten, als Feindbild erklären. Ganz klar. Selbstverständlich, ja. Und, also auch mich. Ja. Schade, schade. Nein, aber dadurch müsst ihr quasi den Podcast von dem guten Jan nicht hören. Denn ich passe, alles zusammen. Genau, quasi. Das Beste verwurstest du hier. Richtig. Hast du ja auch in den letzten zwei Folgen oder letzten drei Folgen, die wir hier schon gemacht haben, gemacht. Nämlich gar nichts. Richtig, das genau, weil das Best of. Wir hatten ja Pause gemacht, deswegen, das war das Best of. Ach so. Achso, nee, ich dachte, du hast das Best of hier reingebracht, indem du also nichts gesagt hast. Ja. Es gab nichts. Ja, wir haben geschwiegen. Oh, schön. Gut. Das ist doppelt lustig, weil die Pause gemacht haben, wir auch Pause gemacht haben. Ach so. Ach, deswegen konntest du an dem einen Tag nicht. Du warst gar nicht krank, du hattest nur keine Ideen. Ich hatte keine Ideen. Schade. Schade, schade. Naja, gut. Venezuela auf jeden Fall. Finde ich ganz spannend. Aber ähnlich wichtig ist Pockenburg. Der ist aus der AfD ausgetreten. Pockenburg habe ich schon. Pockenburg, das ist einer der führenden rechten Nazis in der AfD. Alter Schwede, aber da merkt ihr den Namen mal ganz schnell. Pockenburg, ja. Vielleicht sollte ich mir eher merken als du. Aber das ist eine richtig gute Überleitung zu einem anderen Thema. Ja, gerne. Denn dem ist die. Sonst sind ja immer die AfD-Leute ausgetreten, weil die AfD zu rechts war. Hm. Aber er ist ausgetreten, weil sie ihm zu links war. Jetzt gibt es eine rechte Alternative, also eine noch rechtere Alternative zur AfD, nämlich die ADP. Ist das Aufbruch deutscher Patrioten. Ist das die dritte oder die vierte mittlerweile von diesen Abspaltungen? Also es gibt die AfD, es gibt die Blauen, es gibt Alpha, hießen die mal, jetzt gibt es die ADP. Okay, also sind jetzt vier quasi. Ja, mit der Original sind es vier. Sind es vier. Okay. Vier Nazi-Parteien plus NPD gibt es auch noch. Hallo. Republikaner. Du hast gerade sehr verallgemeinert. Vier Nazi-Parteien. Ja. Okay. Hallo? Ja. Sehe ich aus, als wollte ich differenzieren. Sprich weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Partei an sich sehr stärkt, wenn sie sich aufspaltet. Wo gehen denn da die Wähler hin? Ne? Naja, der Pockenburg hat ja gesagt, er will trotzdem koalieren mit der AfD. Okay. Aber er ist ausgetreten, damit die AfD nicht Angst haben muss, zu rechts zu wirken. Das ist sehr seltsam. Aber sie tritt parallel als Konkurrenz an zur AfD in Thüringen, zur Landtagswahl. Das wird sehr spannend. Mir geht's da ähnlich. Ich koaliere auch gerne mit ausländischen Frauen, um nicht ganz so rechts zu wirken. Ja, keine Frage. Ja. Nee, aber ich bin schon wieder bei der nächsten Überleitung. Ich muss das loswerden. Gerne, Pockenburg heißt der gute Mann. Pockenburg. Weißt du, wo auch eine Pockenburg entsteht? Wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen. Ja. Eine Pockenhochburg entsteht da nämlich. Oh. Und pass auf. Die WHO, ach du Scheiße, ich habe gerade eine Nachricht von meinem Konzert reinbekommen. Ich traue mich gar nicht, die zu lesen. Die Bestätigung, ob ich mein Gratis-Ticket kriege oder nicht. Oh. Ich schieb's rüber. Spannend. Ich guck's später an. Auf jeden Fall, World Am Ende Health packen wir's aus. Organization. Ja, ja, kenne ich. Hat gesagt, ab jetzt, also für das kommende Jahr oder so, sind Eltern, die ihre Kinder nicht impfen, eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Wurde offiziell bekannt gegeben. Erst gestern habe ich eine Folge gesehen von Pasewka, der neuen Staffel, in denen er quasi sein Patenkind heimlich, nicht getauft, heimlich geimpft hat. Okay. Da war es auch ein ganz großes Thema. Ich möchte, dass mein Patenkind gesund ist, aber die eigentliche Mutter war dagegen, weil sie meinte, dass Impfungen sinnlos sind und nur giftig und sie lösen Krankheiten aus. Muss ich aber dazwischen fragen, Pasewka habe ich nie gesehen. Ich kenne Bastian Pasewka als Person, aber ist das was Ernstes oder ist das Satire? Oder das ist eine sehr lustige Serie. Die dreht sich um sein fiktives Leben. Also es geht halt schon um ihn als Pasewka, als Komiker und Schauspieler. Und es gibt so viele Gastauftritte, das ist sehr witzig. Okay, gut. Es ist eine Dramedy, kann man sagen. Es ist wie bei Scrubs, so ein bisschen dramatisch und lustig. Ja, gut, dann kann ich das ganz gut einordnen. Ja, so, und ja, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist nämlich genau dieselbe Scheiße wie Flacherdler, ja? Ist genau dieselbe Scheiße wie jeder, der sich irgendwie herausstellen will, weil heutzutage will doch jeder individuell sein, ne? Und diese Flacherdler-Sache ist genau das Gleiche. Man hat irgendwie eine Sache, die die Masse nicht versteht, nicht weiß. Man ist dadurch was Besonderes, man ist eine Elite, weil man weiß, dass Impfen ganz was Schlechtes ist. So, und es gibt ja jetzt auch in den letzten Jahren, also ich weiß nicht, ob du so mitgekriegt hast, ich bin ja oft auf Reddit unterwegs und da ist das auch so ein Leidensthema quasi oder
so ein leidenschaftliches Thema, sage ich mal, dass die Leute sagen, hier, guck mal da, wieder 19 Pocken, hier, da, guck mal, wieder 19, was weiß ich, was es noch alles gibt. So. Mhm. Und da habe ich schon relativ viel mitgekriegt, dass es immer so mehr Ballungszonen gibt, was dann wahrscheinlich zurückzuführen ist auf Leute, die ihre Kinder nicht impfen. Das tritt immer mehr auf, ja. Also das wird dann auch immer gleichgestellt mit irgendwie, in der Serie ist sie zum Beispiel die Mutter Veganerin und Öko und Impfgegnerin. Und das finde ich ganz gefährlich, das in einen Topf zu werfen. Das ich bin stimmt. ja auch quasi vegan, also ich lebe ja vegan zum großen Teil. Mhm. Ich bin Vegetarier, aber ich versuche vegan zu leben. Aber ich finde Impfen zum Beispiel nicht doof. Als Beispiel. Und ich finde es also, immer schwierig, dass es immer so ein Topf geworfen wird. Es ist immer nur Ökos, das sind einfach Vollidioten, die ja sich dagegen. Also das habe ich so noch gar nicht mitbekommen, dass es speziell nur die Ökos wieder hier, Anführungsstriche, ich streichle mal am Mikro, Ökos sind, sondern einfach auch Leute, die vielleicht im Internet surfen, mal darüber stolpern. Der Typ, der das ursprünglich gesagt hat, ist ja mittlerweile seiner Arztberechtigung entzogen worden, quasi. Mhm. So, und wenn man sich mal die Mühe macht, eine Sekunde mal quasi zu googeln, nach Sachen, die vielleicht dem widersprechen, was man weiß, und nicht Sachen, die einen bestätigen, dann wird man darauf stoßen, dass das ein ganz großer Quatsch ist, dass Impfen Autismus, und selbst ein Donald Trump hat das ja mal getweetet, dass Impfen zu Autismus führt. Gibt's auch dann alles. Muss es wahr sein. Es gibt so ein herrliches Subreddit, ne? Trump criticizes Trump heißt das. Mhm. Wo er quasi immer zwei Tweets so gegeneinander gestellt sind, wo er genau das Gegenteil behauptet. Naja. Großartig. Einfach nur großartig. Ja, aber dann ein kleiner Shoutout raus an euch angehende Eltern vielleicht, weil wir haben ja eine alte Zielgruppe. Also eine reife, Zielgruppe. Eine reife, so mit 13 kriegen ja viele ihre ersten Kinder. Ja. Und auch die letzten Kinder. Ja. Und die Kinder werden halt auch nicht älter als 13, wenn sie nicht geimpft sind. Von daher ist das Generation YOLO. Das ist vielleicht auch einfach ein Problem, was sich von alleine löst. Aber vielleicht löst es auch insofern, dass die ganze Menschheit halt weggelöst ist. Je mehr Selbstmörder, desto weniger Selbstmörder. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie sich das bei tödlichen Krankheiten so widerspiegelt. Die nehmen ja noch andere mit. Ja. Im Schlimmsten. Sollen ja alle ihren Spaß haben. Richtig. Ne? Das ist nämlich die richtig asoziale Scheiße, dass du nicht nur dein eigenes Kind in Gefahr bringst, sondern alle anderen auch. Ja. So. Na, denkst du, ja, geil, steck ich meinen Wams hier in so einen Kindergarten rein, ne? Safe, kommt wieder, hat überall Pocken in der Fresse. Richtig. Scheiße. Wie heißt das? Tetanus und was man da alles kriegen kann. Ja, AIDS zum Beispiel, auch im Kindergarten ein heißes Thema. Ganz, ganz oft tatsächlich, ja. Kindergarten ist für mich generell ein heißes Thema. Ja. Da gab es mal einen lustigen Anschlag auf dem Kindergarten. Ja? Der hat mich immer verfolgt. Der muss irgendwann mal ein Mann mit einem Flammenwerfer in den Kindergarten gerannt sein, hat alle Kinder verbrannt. Ja. Das fand ich interessant. Und auch mal außerhalb der Reihe so. Barbecued. Ja, quasi. Ich finde dieses Bild einfach unfassbar, wie da einer mit dem Flammenwerfer und so zum Helm in den Kindergarten rennt, alle Kinder verbrennt. Ja, es ist schon, Leute, ihr müsst euch da mal, wir sind da hier distanziert davon, ja. Es ist natürlich nicht cool. Warum cool macht man das? Also Kinder können einem schon hart auf den Sack gehen, muss man sagen. Aber, also das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Denke ich auch. Ich denke mal, man hätte eine friedliche Lösung finden können. Ja. Einfach mal, vielleicht wie zwei Erwachsene miteinander reden. Man muss auch mal den Attentäter verstehen, ja, vielleicht waren die Kinder zu laut. Hat daneben gewohnt, hat immer gerufen, bitte ruhig jetzt. Das war in Erichsdorf mal genauso. Da waren Skater, bei der Skaterhalle, nicht unsere, eine andere. Und da hat der Nachbar die Halle angezündet. War genau das Gleiche. Man muss immer beide Seiten verstehen. Ja. Vielleicht, wo wir gerade vom Verstehen reden, vielleicht waren die Kinder aber auch nicht geimpft. Gegen Feuer. Und dieser Mensch, dieser Mensch wollte einfach eine Verbreitung der Seuche eindämmen. Was lernen wir daraus, liebe Eltern, um meinen Appell nochmal fortzuführen? Es ist nicht immer das, was es scheint. Ja, und impft eure scheiß Kinder, sonst werden die angekohlt. Ja. So, gut, dass wir das abgeklärt haben. Auch gegen Feuer bitte, da kann sowas nicht mehr passieren. Ja. Du hast außerdem gesprochen von Veganern und von vegetarischer Ernährung. Ja. Mann, bist du gut im Überleiten der Themen. Bitte, bitte. Das ist ja der Hammer. Denn vor 5 Stunden kam das rein, habe ich eben beim Kacken noch rausgesucht, falls mir die Themen ausgehen, ja. So, und zwar in Polen. Ach so, warte. Überschrift, liebe Leute. In Polen leiden die Fohlen. Was allerdings Quatsch ist, denn die Kinder von Kühen heißen Kälber und nicht Fohlen. Ja, aber das reimt sich halt nicht. Ja, eben. So, das ist Quatsch. Ja, so. Und zwar sind Journalisten mit Undercover-Kameras quasi eingedrungen, so in so Halterungsgedöns
so wo Tiere sind, Eloquenz. Und es wurde festgestellt, dass in diesen polnischen Schlachthäusern richtig kranke Tiere sind, also Kühe hauptsächlich. Und das ist aber einer der größten EU-Exportfleisch. Was? Denen geht's Wurst, nicht Mann. Gut und stehen auf einer Weide und werden gestreichelt, was? Ja, so, boah, mein das Blow. Kam jetzt raus. So, und jetzt kommst du. Ja. Du isst also kein Fleisch. Richtig. Profilierst du dich damit? Das ist so eine Sache, die ich mir ein, zweimal anhören musste. Vor allem, ich bin einer, der das echt ganz selten mal sagt. Irgendwie halt nur wenn man irgendwie, hier, was willst du? Ja, gibt's was ohne Fleisch oder so? Ja. So. Aber ich gehe nie auf Leute zu, wie es Klischee ist, und sage, ey, guck mal, übrigens, ich esse kein Fleisch. Ist eher das Gegenteil. Wenn ich bei meiner Familie zu essen bin, zum Essen eingeladen bin, dann kommt immer irgendein Spruch von meinem Onkel oder vom Opa oder so. Das war, du hättest ja auch das, Schwein essen können, es wurde auch vegetarisch ernährt. Oder keine Ahnung. Die üblichen Sprüche halt. Und ich halt meine Klappe, ich sag einfach nur, ja, lustig, haha, ich esse mein Tofu halt. Ja, mein Opa hat immer wieder gesagt, ha, willst du ein Eisbein? Der Witz ist nie langweilig geworden. Aber ist ja egal, alte Menschen dürfen das ja. Also das ist ja, in der Generation ja. Einfach nicht drin. Wie gesagt, ich will auch gar nicht da irgendeine Agenda pushen oder so. Aber nee, profilieren tue ich nicht. Also ich finde, es ist für mich eher so ein Ding, ich mach's einfach. Und ich sage auch keinem irgendwie, du bist ein Tiertöter oder ein Tierquäler. Ich sage einfach, ja, dann frisst doch deinen Scheiß so. Ja. Deine Antibiotika und deine Hormone und so. Ich esse halt meinen Tofu-Schnitzel. Ich vermisse es halt auch nicht. Wie lange? Du hast es, glaube ich, sogar schon mal gesagt. Fünf, sechs Jahre. Ich glaube, seit ich 12 bin oder so, esse ich jetzt schon kein Fleisch. Habe davor aber auch schon zum Beispiel Döner ohne Fleisch gegessen, einfach weil ich es irgendwie leckerer fand, keine Ahnung. Habe aber auch übelst gerne Rouladen als Kind gegessen und so. Also ich habe das schon alles mitgemacht. Ja. Kommt aber dazu, dass meine Eltern auch Wurstwarenverkäufer waren, große Zeit in meiner Kindheit so. Und da hat dann selbst in der Garage, weißt du, wo unser Eis gelagert wurde, das hat dann nach Wurst geschmeckt, nach Bratwurst. Meine Großeltern hatten auch irgendwie Hühner gehalten und ja. Mein Opa war Chef der Kuhmilchanlage und so. Das war alles völlig normal. Also ich habe lange gebraucht, um da auszubrechen, bis ich echt gemerkt habe, okay, ich muss jetzt sagen, Leute, ich werde jetzt Vegetarier. Das war in dem Jahr, wo ich ausgezogen bin von zu Hause. Da habe ich gesagt, jetzt kann ich aufhören. Ja, deswegen dachte ich, es ist vielleicht auch so ein, weißt du, wenn du so überladen bist an Fleisch rundum, wenn das bei dir auch so war, hast du dann vielleicht auch weniger Bock dann. Zu allen Mahlzeiten. Zum Frühstück Salami, zum Mittag gab's Gulasch, Abendbrot gab's... Schönen Salami-Salat, Alter. Ich habe mir damals Salami klein geschnitten, so, ja. Und in Scheiben einfach so auf den Teller gelegt, in die Mikrowelle rein. Ja. So 20 Scheiben. Einfach warm gemacht und dann so mit Gabel gegessen. Ich so konnte bei der Vorstellung heutzutage. Ich hab Käse genommen, danach Salami draufgelegt und Ketchup. Dann in die Mikrowelle. Verrückt. Ja, total gesund. Ja, gesund ernähre ich mich heute auch nicht unbedingt, aber ist ja egal. Ich vermisse es auf jeden Fall nicht. Und ja, wenn ich an einem Dönerladen vorbeilaufe, vielleicht so dieses Dönerfleisch, das riecht schon Alter, ganz lecker. Dafür ist Halloumi. Aber ich will es nicht mehr essen, weil ich hatte mal eine Challenge mit einem Kumpel. Ja. Und ich wollte mal, er wollte eine Woche vegan leben und ich eine Woche wieder Fleisch essen, als Experiment. Mhm. Und dann saß ich vor diesem Burger und ich konnte nicht reinbeißen. Mhm. Ich habe gesagt, sorry, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Auch wenn es gut riecht gerade, aber ich will es nicht essen. Ist auch wieder so eine Sache, für ein Video könnte ich es machen, so, aber sonst habe ich echt dann eine kleine Grenze mittlerweile. Mhm. Obwohl Fisch esse ich ja hin und wieder mal, das ist... Ja, schon mal so auf dem halben Wege, deswegen bin ich ja offiziell Pesketarier. Aber egal, wir profilieren uns schon wieder viel zu sehr damit. Gar nicht. Nein, weil das hätte sehr ganz, ganz gut reingepasst, gerade weil ich ja auch gesagt habe, dass die Flacherdler sich gerne mal profilieren. Ach so. Und weil ich das besonders aus der veganen Szene auch schon mal kenne, dass man sagt, ich bin ja übrigens Veganer. Dass man sich und dann sieht man die Leute so. Aber ihren Scheiß in sich reinstopfen am Cheat Day. Ne? Ja, ja. So. Aber egal. Ein lustiges Bild von dem Typen, der hat Vegan auf seinem Oberarm stehen, isst so ein Hotdog. Ja. Gibt's auch. Ja, genau sowas meine ich. Nee, es ist, ich weiß nicht, profilieren finde ich immer schwierig. Also ich erwische mich manchmal dabei, dass ich Leute verurteile in meinem Kopf, wenn ich sehe, dass die vor mir einen Döner bestellen. Oder eine Dönerbox, bitte ohne Gemüse, nur Fleisch. Da denke ich manchmal so, ach du Arschloch. Ja. Doch, ist so. Du Hurensohn. Ja. Du Nazi. Ja, du Nazi. Okay. Darf man ja nicht mehr sagen. Zurück zur News nochmal ganz kurz. Ja. Also ich muss schon rausstellen, es scheint halt wirklich zu sein, dass diese Tiere todsterbenskrank aussehen schon.
Und kann man ja sagen, so bei normalen, also klar leben die nicht geil, so Massentierhaltung, aber dass man den vielleicht nicht unbedingt ansieht, dass die lebende Leichen sind. Und das, ich habe mir das Video leider nicht angeguckt, weil ich habe es jetzt auf dem Klo gesehen. Ich wollte das auch nur für den Notfall reinnehmen. Du hast es jetzt angesprochen. Ich konnte nicht anders, du Arsch, ja, du Nazi. Und deswegen habe ich jetzt nochmal gesagt. Ist ganz interessant. Mal schauen. Da steht nämlich, er hatte die Alarmglocken für die Standards geraced. Also vielleicht bedeutet das ja in Zukunft, wird das vielleicht ein bisschen genauer beobachtet. Ist nicht sogar letztens eine YouTuberin oder Influencerin eingebrochen in irgendeinen Stall? Nein, aber meine Views sind eingebrochen. Zählt das auch? Ja, das meine ich, genau. Ja. Eine Influencerin? Ja, irgendeine so eine Treadlock-Frau, keine Ahnung, mit Treadlocks. Und hat irgendwie, die macht Instagram und die ist auch eingebrochen irgendwo. Die macht und hat gefilmt, so Karriere in einem Schweine- oder Kuhstall. Okay, aber da ging es den Tieren auch ganz schlecht. Ach so, aber würde ich nämlich bei Dreadlock sagen, dass das auch so eine Gegnerin dann war. Naja, das war eine. Oder wollte sie einfach mal ein bisschen, guck mal, hier steht. Sie wollte Werbung machen für Fleisch, guck mal, so schlecht geht's den Tieren. Nice. Erlöst sie. Ja. So, ja. Okay. Ja, nice. Guck ich mir an. Habe ich übrigens echt mal gehört, das Argument. Ich esse. Warum soll ich denn kein Fleisch essen? Ich meine, wenn es den Tieren eh schlecht geht, dann sind sie doch froh, wenn die erlöst werden. Das stimmt. Warum denn Bio-Tiere essen, ja, denen es gut ging, die gar nicht sterben wollten, als die eh im Elend gestorben sind? Ja, obwohl es dann natürlich auch wieder Leute gibt, die sagen, nur weil es Bio ist, geht es denen jetzt nicht super gut. Nee, und so. Die landen beim gleichen Schlachter. Ja, so. Aber genug davon. Ja. Wo wir gerade so viel von Fleisch geredet haben, wo man auch viel Fleisch mitunter essen kann, ist in Indien. Wollte ich auch mal kurz anmerken, denn ich war halt in einem indischen Restaurant in Portugal. Du warst quasi in Indien. Ja, ich war quasi in Indien und habe zeitgleich auch noch eine News über Indien gefunden, nämlich die extremely poor klassifizierten, also die ganz unten von Indien, wurden in den letzten 8 Jahren von 250 Millionen auf 50 Millionen runtergeschraubt. Gab es da eine Purge oder sowas? Oder? Ich hoffe. Weil, wie viele ich sind denn ich das? Ihnen, ja. Ich war auf einem indischen Geburtstag vor ein paar Monaten, da waren 50 Inder. In Weimar. Oh. War echt geil. Grenzen. Ich muss sagen, ja, hier leider nicht, scheinbar. Danke, Grenzen gibt es vielleicht, aber keine Mauern. Danke, Merkel. Wo wir schon wieder beim nächsten Thema sind, aber egal. Ganz kurz zu Indien. Das ist schon, die werden eine Macht, sage ich dir. Die sitzen demnächst nicht nur im Callcenter, die sitzen überall demnächst. Auch in dem Parlament, meinst du? Ja. Scheiße. Nee, ich find indisches Essen echt lecker. Ich habe ein paar indische Leute durch diesen Geburtstag kennengelernt. Finde die alle super geil. Und die Leute, ey, ohne Spaß, das ist was anderes. Also die sind, in Portugal waren sie alle super entspannt, ja. Aber die Inder haben mich alle nur angegrinst. Das kann natürlich auch sein, haha, ja, sie ist ja eine Dienstleistung und so, ja, dass sie das aufsetzen. Aber die waren alle so nett. Ich liebe die. What the fuck? Das liebe ich halt oder auch. Oder sie haben dich ausgelacht vielleicht. Vielleicht auch. Nee, ich find's auf jeden Fall gut. Bedeutet aber wahrscheinlich global gesehen, wenn Indien auch jetzt nochmal richtig einen Step nach vorne macht, sage ich mal. Vermendet sie nicht auch wie die Kanickel in Indien? Ja. Kann auch sein, dass jetzt durch den kommenden Wohlstand das dann zurückgeht. So. Das ist ja eher so, dass wenn die Leute nicht so viel Geld haben. Das sind eher die Armschichten, die sich vermehren. Ja, ne? Weil Menschen sind genauso eine Ressource wie Geld. Und wenn sie nicht viel Geld haben, machen sie viele Menschen. Wobei Geld wertvoller ist als Menschen, glaube ich. Schon. Im Kapitalismus. Schon, definitiv. Also ich muss auch sagen, hätte ich die Wahl zwischen eins Geld oder eins Mensch, würde ich immer das Geld. Immer eins Geld, ja. Egal welche Einheit das ist. Ja. Nun gut, also Indien kurz abgehakt, das Essen hat mir übrigens geschmeckt. Aber apropos Frage. Fremde Kulturen, ja. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über das Pinkeln in der Dusche. Aha. Hast du das mal gemacht? Ja, nur in fremden Duschen. Ach so. Falls Franz zuhört. Selbstverständlich. Nein, aber ich mache jetzt erstens bade ich fast nur und dusche halt hier nicht. Geht ja auch. Also. Ja, aber also da mache ich das nicht. Und ich glaube, hier habe ich wirklich noch nie in die Dusche gepinkelt, weil ich erstens sehr selten dusche und zweitens... Weiß ich nicht. Aber so im einen Rutsch, du stehst auf frühs, duschst gleich und denkst, ach komm, lass mal laufen. Ja. Das soll mega ressourcenschonend sein, weil das ja die Wasserspülung quasi. Das habe ich mir auch spart. So oft gefragt, ne? Wie viel, also nicht gefragt, ich habe mir das vor Augen geführt, wie krass eigentlich so eine Klospülung ist. Ja. Wie viel Wasser da weggeballert wird. So. Ja. Da gibt es viele Befürworter. Und ich bin ja ein innovativer Journalist auch irgendwie und ich habe das mal ausprobiert, also das ist schon 1-2 Jahre her in einer alten WG von mir. Ja. Das ist keine gute Idee, das zu machen. Echt? Also, vor allem, wenn das Wasser noch läuft.
Wieso? Weil dann alles nach deinem Urin riecht. Ach so, na, da habe ich dann den Vorteil, dass ich nichts rieche. Dann sollte ich vielleicht praktisch anfangen, das zu tun. Dann kannst du es machen. Ich mache es nicht mehr. Ich habe es echt gemacht, aus experimentellen Gründen. Ja. Hab mal laufen lassen so und dann war das warmes Wasser und dann dein Urin, dann riecht das ja überall. Aber wenn man es so macht, Bad, könnte man ja auch einfach mit in die, zum Beispiel, wenn es um Ressourcen sparen geht, könnte man einfach mit in die Spülmaschine oder so reinschiffen. Zack, fertig. Ja. Da muss man sich über den Geruch keine Sorgen. Gibt einen besonderen Geschmack auch bei den Tellern und Gabeln. Also komm, Urin soll ja auch irgendwie positive Effekte haben. Morgen Urin soll tatsächlich gut sein, aber so weit gehe ich nicht. So weit geht er nicht. Außer ihr donatet ganz viel Geld dafür. Okay. Dann trinke ich vielleicht meinen Morgenurin und erzähle euch, wie es war und wie es geschmeckt hat. Ich nehme dich beim Wort. Ich habe übrigens noch eine Notiz, die heißt Shit Down. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Shit, vielleicht in der Dusche kacken. Vielleicht. Oder in der Badewanne Shit kacken. Shit Down. Ich weiß echt nicht mehr, was das bedeuten könnte. Ich war mal als Kind in einem Pool im Urlaub. Ja. Da hat ein Kind in den Pool gekackt. Dann ist so eine Wurst auf dem Wasser oben geschwommen. Da bin ich panisch rausgerannt. Das soll hier in unserem Schwanseebad öfter mal vorgekommen sein. Aber das sind so Urban Legends, ne? Ich denke mal, das passiert halt einmal. Und dann sagen sie, da schwimmt immer die Scheiße oben. Dabei ist es nur der grüne Seetang, der halt. Wenn du am Strand badest, ist ja eh alles voller Urin und voller Fäkalien. Ja. Der Tiere und auch der Menschen. Bei Tino? Auch. Der Tino auch, ja. Ich bestehe auch aus Fäkalien. Was soll ist denn Shit Down eigentlich? Ein Zitat von Martin Luther übrigens. Mhm. Der Mensch besteht aus Kot. Ja. Hat er geschrieben. Ist auch so ein Gedanke, aber finde ich scheiße. Aber Shit Out verstehe ich gerade nicht. Shit Down. Okay. Finde ich scheiße, dass du das vorwegnimmst, weil das wollte ich in mein nächstes Ich hasse mein Leben LP reinbauen. Ich mache es einfach trotzdem, weil ich bin Anarchist, ja. Ich kenne da keine Regeln. Ich mache einfach. Was ist denn jetzt los? Hallo! Oh, das ist ja was Besonderes. Hallo, herzlich willkommen in unserem neuen Segment Besuch kommt. Hallo, das ist Lulli. Der Beefträger. Lulli kommt hier rein. Die hatte Geburtstag, Tino. Willst du vielleicht... Gratulation. Ich will dich ja nicht hier in Schwulitäten bringen. Warum eigentlich Schwulitäten? Da müssen wir direkt mal das nächste Fass aufmachen. Willst du kurz durchgehen, oder? Ja, wie ist deine Idee? Und tschüss. Das war das Segment mit dem Besuch. Endlich ist er weg. Applaus. Alles Gute nachträglich. Gut. Genau, alles Gute. Warum heißt es Schwulitäten? Ich habe das jetzt hier so, ne, aus dem Affekt raus, bitte. Ich kenne das Wort gar nicht. Affekthandlungen werden ja weniger hart bestraft. Ich deswegen, auch, wenn ich jetzt aus dem Affekt raus Schwulitäten sage oder du sagst, es ist ein lustiges Attentat. Aber schön, dass du nicht Reflex sagst. Das nervt mich bei Leuten immer. Das war ein Reflex. Das war ein Reflex. Ja, ein Reflex wäre ja antrainiert. Also, dass das immer passiert. Nee, ein Reflex ist das Gegenteil von einem Affekt quasi. Ein Reflex ist, dass man sich einzieht. Mhm. Ein Affekt ist etwas, was rauskommt. Ach so, das meinst du. Aber ein Reflex ist ja trotzdem was passiert auf gewisse Impulse hin. Ja, aber so. Es ist immer eher so ein Zurückziehen. Wie wenn jemand sagt, ich habe aus Reflex jemanden erschossen. Das geht gar nicht. Du hast aus Affekt jemanden erschossen. Okay. Man sagt ja auch, man handelt aus dem Affekt heraus. Richtig, und nicht als Reflex. So aber wenn mich jemand erschreckt und ich ihm dann die Kniescheiben rauslatsche, kann ich dann nicht sagen, Herr Richter, das ist aus dem Affekt. Also ich habe den Reflex, dass wenn ich erschreckt werde... Leuten die Kniescheiben rauslatschen. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Okay. Na, das wird weiter debattiert. Da kann ich sagen, es ist ja auch, wenn du hier bei Notwehr und sowas... Da ist so, jetzt ist gerade ganz kurz, nur für den Fall, dass es nicht drauf war, ganz kurz einfach mal unser Aufnahmegerät runtergefallen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, welcher Hurensohn da wieder an der Kabellage rumgemacht hat. Danke, Merkel, sag ich nur. Apropos Merkel, die kommt nach Weimar, ne? Ja, am 6. So. Februar. Was machst du denn mit der, wenn sie da ist? Ja, wir gehen Kaffee trinken, wie jedes Mal, und dann... hat sie ja keine Zeit mehr. Da muss sie ja Peter Kleine treffen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und auch zu Buchenwald gehen. Habt ihr da, eigentlich große Projekte geplant, schon wegen Macross-Promo irgendwie? Kann man sich da vielleicht einklinken als erfolgloser Influencer irgendwie? Mit Merkel meinst du? Ja, ja. Du hast doch da die Connections hin. Ja, Merkel, die ist eher so die Streamerin. Die ist jetzt eher so weniger auf YouTube unterwegs. Mhm. Die macht eher so Influencer und Twitch-Kram. Mhm. Deswegen sieht sie YouTubern sehr kritisch gegenüber. Und wir treffen uns auch eher aus privaten Gründen. Ich habe aber echt, schlag ihr das mal vor, wenn sie Instagram-Model wäre, ich glaube, das Internet würde explodieren. Das meine ich nicht mal als Spaß. Stell's dir vor, guck, nach Google einfach Instagram-Girl, alle Fotos, die du da findest, als Angela Merkel, zack, viral. Ich frage sie mal, ob sie Lust drauf hat. Ja, mach mal. Ihre Zeit ist eh bald abgelaufen, sie will ja nicht mehr antreten als Kanzlerin. Mhm.
Ich glaube, langsam haben die Leute auch genug. Wie gesagt, ja. Ich habe auch im Stream schon gesagt, ich bin kein großer Fan, sage aber trotzdem, vielleicht wäre alles vielleicht noch viel schlimmer, wenn sie nicht wäre so. Ja, kann ich nicht wissen. Ja. Aber langsam reicht's auch mal. Es könnte schlimmer sein. Man muss es sagen, es könnte Seehofer sein oder Philipp Rösler, aber es ist Angela Merkel. Ja, nach wie lange war sie jetzt? 16 Jahre? Ist jetzt da, auch mal, da ist sie bald volljährig, da können wir bald. Ist sie bald volljährig? Können wir bald richtig 6 machen. Geil. Schön. Dieses Bild kriege ich nicht mal aus meinem Kopf raus. Von erfolglosen Influencern zu erfolgreichen Influencern hast du das große Thema auf YouTube mitgekriegt. Weil wir Brennpunkt-Internet-Leute sind natürlich auch darauf angewiesen, auch YouTube zu behandeln. Na klar. So. Und das größte Thema der letzten Wochen war natürlich der Konflikt zwischen Tubo und Rezo. Ja. Hat er stimmt. mitbekommen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Hast du ein Video rausgebracht? Hat ein Video rausgebracht, das ist Quatsch, wenn du da drüben stehst und redest, man hört es nicht. Ist egal. So. Rezo hat Tubo richtig zerstört. Und ich war überrascht, weil das so aus nichts kam. Mhm. Weil Rezo ja so ein Good Guy ist. Auf einmal zerstört er einen Fremdkanal. Das fand ich. Einen Fremdkanal. Also, sonst zerstört er immer nur seinen eigenen. Richtig. Mit seinem Content. So, wer ist jetzt eigentlich der andere? Rezo kenne ich ja, aber wer ist der andere Typ? Ein Musikexperte. Es ist, man muss dazu sagen, es ist eine Person, die sehr attraktiv ist, denn sie hat sehr wenig Haare auf dem Kopf. Ja, genau. Tubo heißt der Kollege. Hat sich immer als Experte ausgegeben, was Musikanalyse bedeutet. Aber ich habe dazu ja eine etwas differenziertere Meinung, habe da auch ein kleines Video zu gemacht und kann das vielleicht nochmal ein bisschen ausbauen. Ich finde ja, so ein bisschen wirkt es, als wäre der gute Rezo etwas salty, etwas butthurt, weil sein großes Steckenpferd, die Kunst der Musik, angegriffen, bewertet und wissenschaftlich oder wenn auch pseudowissenschaftlich auseinandergenommen wird und er lebt diese Kunst ja so sehr und man darf die nicht einordnen und kategorisieren und das fand ich, man hat so gemerkt, dass er eine sehr persönliche Agenda da verfolgt. Das stimmt. Er war jetzt nicht objektiv, er war schon, klar, das Video, die Fakten waren objektiv, aber er selber war schon, er hatte eine Motivation irgendwie. Gerade gegen Ende, er hat das ja so in Parts aufgeteilt, so gegen Ende, dritter Part, wo er mehrfach deutlich macht und sagt, du darfst das nicht. Hm. Wenn du vorhast, jetzt neuer Musikbewerber zu werden, lass es, ich zerstöre dich. Hm. Ich kann dich viel mehr zerstören als du dadurch. Und da hast du halt schon gemerkt, so, eieiei. Ja. Das war aber eigentlich Auslöser. Der Auslöser ist, dass er selber Musik macht. Wer jetzt? Rezo macht selber Musik und sieht, dass es diese Musikbewerter gibt, sieht das von seinen YouTube-Kollegen. Er hat natürlich auch valide Punkte, dass er sagt, YouTuber-Musik und normale Musik zu unterscheiden ist eigentlich ein bisschen ungerecht. Es gab jetzt nicht den Auslöser, aber Tubo hat schon seit Jahren so diese Angewohnheit, zwischen Musik zu unterscheiden und Musik in Anführungsstrichen. Und Musik in Anführungsstrichen war für ihn immer so von YouTubern, so von so. Leon Mascher. Okay, also die vor allem halt YouTuber sind. Von zum Beispiel sind. Der guten Kelly, die ja mit irgendwie mit, wie heißt sie? Aber bei der Kelly, ich habe da nicht alles gesehen, aber ich muss sagen, bei einer Kelly zum Beispiel merkst du, dass sie da Bock drauf hatte. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Gegenargument, dass es ja durchaus Leute gibt, wie zum Beispiel eine Katja Grasewitze oder Bibi, die halt einfach nur Musik machen, weil sie wissen, das gibt Klicks, das gibt Geld, das gibt neue Leute, ja, all das. Und da finde ich es schon okay zu sagen, dass das keine Musik ist, weil die nicht aufgrund von der Leidenschaft oder von der Lust oder so, sondern einfach nur so richtig Corporate Bullshit. So, weißt du? Ach, ich glaube, bei Katja ist das schon auch ein Stück Leidenschaft. Ich glaube schon, dass die... Ich glaube, ja, sie feiert es, das zu sein, so, aber sie hat niemals Bock so von sich aus, ich schreibe jetzt einen Song, ich mache jetzt einen Song. Ich denke einfach, bei Katja ist es auch der Fall, dass sie halt auch, glaube ich, im Hinterkopf immer diese Angst hat, ich könnte schnell unrelevant werden, so, weil ich habe nicht wirklich... Sie hat nichts zu bieten. Ja, es ist halt so. Das ist nicht mal böse gemeint, aber ihren Content, den sie produziert, sie könnte jetzt nicht mal eben einfach Make-up-Videos machen. So ein Make-up-Artist wird immer Make-up geben, was auf den Markt kommt und mit dem man irgendwas machen kann. So eine Katja, die jetzt in diese, wie auch immer man diese Branche nennen möchte, geht, hat jetzt irgendwie wahrscheinlich immer diesen Gedanken, es wird mir nicht immer ein Thema einfallen, über das ich so... 6. Sie wird halt auch irgendwann alt, ne? Man muss ja auch ehrlich sagen, da schrumpfen die Silikonhüllen. Ab 25 ist vorbei mit Frauen. Ja, muss man ja einfach mal realistisch sagen, ne? Ab 25 Game Over, kannst du dich Oma Lulli nennen dann, ne? Ich habe noch 6 Jahre. Dann setzt die Schwerkraft langsam ein und Die Schwerkraft. Und deswegen würde Katja nicht was wo die Schwerkraft einsetzen könnte. Bei Katja setzt die Schwerkraft sehr ein, die hat nämlich Silikon mittlerweile drin.
Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Wird das schwerer sogar? Nee, das wird nicht schwerer, aber die Haut wird ja nicht stärker. So. Und die Haut bleibt ja nicht immer straff, es schrumpelt halt trotzdem irgendwann. Das zieht dann runter. Stell dir mal so eine Rentnerin vor, die trotzdem noch diese festen Brüste hat, aber nur am Ende. Kennt ihr diese Martina Wick? Nee, wer ist das denn schon? Diese eine, die sich hier Melanin, glaube ich, gespritzt hat und die jetzt nicht mehr hellhäutig ist, sondern dunkelhäutig. Mhm. Die auch irgendwie, die ist, das auch ist eine sie oder so? Nee, die ist irgendwie C-Promi-mäßig irgend sowas. Irgendwie ganz untere. Also YouTuber. Nee, das ist Z-Promi dann. Nee, ich weiß nicht. Die Tochter von irgendeinem Schlagersänger oder. Ich weiß nicht genau, wo sie jetzt herkommt, was sie gemacht hat, dass sie berühmt wurde. Aber auch sie ist irgendwie, ich glaube, Ende 20 und ist. Irgendwie sieht sie extrem alt aus. Sie sieht auch wie 40 und aber ihre Titten sind halt irgendwie gemacht. Sehr dolle gemacht. Du kannst ja mal googeln, wie die alte aussieht. Das mache ich dann heute zu meiner abendlichen Recherche. Das willst du nicht. Will ich wahrscheinlich echt nicht. Ich verstehe auch den Appeal nicht. Man sieht halt, sie ist alt, aber diese Brüste sind halt immer noch straff. Das ist halt merkwürdig. Ich finde gemachte Brüste richtig widerlich. Ja. Hast du mal an gemachten Brüsten auch mal so ein bisschen rumgeknetet? Ich habe es noch nicht selber erlebt, nein. Ich finde halt, es fühlt sich weder gut an, noch sieht es gut aus. Und ich verstehe nicht, also den Eingriff, es kann ja natürlich auch hier wieder jeder machen, was er möchte. Ganz klar, klarer Fall. Free love. Ja, Clara Bella Ganz, nee, wie heißt sie? Ist ja auch egal. Bin da gerade ein Lied am Schreiben über die ganzen Spackos aus Entenhausen. Ich verstehe es nicht. Das ist der Konsens. Ja, ich kann es so ein bisschen verstehen. Ja, ja, also klar verstehe ich, ja, ich möchte irgendwie mich verändern und attraktiver werden, aber das ist, glaube ich, auch nur so ein Furz, der einem eingesetzt wurde. Das ist, was wir besprochen haben, weißt du, die Weißen wollen braune Haut, die Braunen machen sich weiße Haut, ja. Die Kleinbrüstigen machen sich, es gibt genauso Leute, die sich die Brüste verkleinern lassen und so, das ist alles so. Das da kann ich auch eine aus meiner Klasse. Das kann ich sogar verstehen. Ja. Wenn man wirklich so einen Vorbau hat von Natur aus. Ein paar Schläuche. Aber ich bin auch so einer, der sagt, lieber natürliche kleine Brüste als künstliche große Brüste. Ich stehe klein, aber fein. So ist es. Ich finde auch eine Handvoll tatsächlich perfekt so, weißt du? Das muss ja nicht. Und eine Handvoll ist ja auch noch definierbar. Also ob die Hand jetzt quasi einen rechten Winkel macht beim Zugreifen oder einen sehr fast 180 Grad Winkel, wenn ich das hier gerade mal teste. Aber so eine Hand mehr als das brauchst du echt nicht. Ja, so. Das stimmt natürlich. Aber dann ist es ja schon. Wann hast du eine Roboterhand oder hast du eine? Ich habe meine Hand. Oder und meine Hand ist der Maßstab aller Dinge, das wissen wir ja. Und meine Hand ist ja auch sehr klein im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Mhm. Und deswegen lege ich da keinen großen Wert auf riesige Brüste. Ja. Also ich finde es im Gegenteil sogar sehr eklig, wenn dann Frauen solche Doppel-X-Brüste haben. Da gab es bei Supertalent mal eine. Ich stelle mir das vor, wie haben die denn Sex? Wie sieht denn das aus? Weil du hast ja die ganze Zeit diese zwei Kugeln, Melonen, die dich davon abhalten, dass dein Partner sich runterbeugen kann zu dir. Ja. Lächerlich. Schrecklich. Da gab es mal eine Frau, die hat mit ihren Brüsten so Melonen zerstampft. Das habe ich gesehen. War das nicht auf Wetten, dass sogar? Oder irgendwie keine Ahnung. So eine Art Sendung. Ich fand es beeindruckend, aber nicht sexy. Nein. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber Tubau ist sexy, weil der hat keine Haare. Tubau. Wollte ich nochmal kurz anmerken. Ja, zum Thema Tubau. Sind wir ganz schön abgeschworen. Ja, zum Thema Tubau. Ich muss sagen, ich habe ihn ja auch schon länger verfolgt. Ja, ich habe auch schon mal Sachen von mir eingereicht, die er sich anhören sollte. Hat er aber nicht angehört. Mm. Ich bin nicht relevant genug. Und da habe ich mir seine Videos angesehen und er kam mir noch nie wie ein riesiger Experte vor, tatsächlich. Also ich glaube, er labert echt viel mehr rum, als das er eigentlich kann. Aber er ist jetzt auch kein Nobody. Also er kann ja auch irgendwie was. Aber er hat sich in so eine Rolle verfrachtet, die ich sehr unsympathisch finde. Mhm. Dieses, ich bin der Papa der Musikproduzenten, was aber nicht ist. Ja, also von daher verstehe ich ja auch diese ganze Rezo-Sache. Ich wollte ja nur mal, ich will ja gar nicht so krass widersprechen, ich wollte ja trotzdem einfach Gedanken sagen, die man vielleicht nicht so offen da liegen sieht. Mhm. So, weil klar hat er recht, klar hat er ein gutes Video gemacht, aber... Auch sehr lang, 40 Minuten ging das. Das ist echt hart gewesen. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass der es relativ clever jetzt macht, Tubau. Der hat die Kurve, glaube ich, relativ gut gekriegt, nicht zerstört zu sein, sondern diesen Hype quasi sogar so ein bisschen zu nutzen. Hat er jetzt sich selber über sich lustig gemacht mit diesem Dreifach-Oszillator und dieses Right Noise Reversen. Genau, hat er quasi das Meme aufgegriffen und sich zugunsten hingelegt. Also das hat er schon clever gemacht. Aber ich war sehr schockiert von seinem... sexistischen Sprüchen, die er gebracht hat. Das habe ich halt echt gar nicht mitgekriegt. Das wird auch in dem Video erklärt, diese zwei Sachen, ja. Ja. Ich das geht halt nicht. Ist richtig, aber ich denke mir bei solchen Sachen immer, ich drehe es immer um und sage, wenn eine Frau da sitzt und sagt, oh, das ist ein heißer Typ,
den würde ich ranlassen oder irgendwie sowas. Mir wäre es scheißegal. Das kann man mir sagen. Scheißegal, das kann man tun. Aber er hat ja nicht aufgehört. Er hat gesagt, oh, so ein süßes Mäuschen. Ja, auch dafür ist es schon, ja gar nicht schlecht für so ein süßes Mäuschen. Das ja, geht halt nicht. Vielleicht ist sie halt auch so seine Zuckerschnute so und da kam es halt mal durch. Ja. So, es hat halt schon gewirkt, als wäre er von ihr persönlich sehr besessen. So. Ich meine, nur allgemein finde ich das jetzt nicht tragisch zu sagen, oh, die finde ich attraktiv oder ja, ich könnte mir sexuelle Aktivität mit der vorstellen. Natürlich kommt er dazu, er hat eine große Reichweite und bla bla bla, diese ganze Scheiße. Aber ganz ehrlich, da muss man halt mal ein bisschen reckless sein und ein bisschen sagen, scheiß ich drauf, scheißt euch nicht ein. So, ich weiß halt echt nicht, wann wir gestartet haben. Ich glaube, wir haben nur noch so 5 Minuten oder so. Würde ich grob sagen, wenn ich mich jetzt hier verschätzt habe, wir haben leider den Timer diesmal vergessen zu stellen, dann verzeiht mir. Wo wir gerade noch bei ekligen Sachen waren, wollte ich diese kleine Anekdote nur erzählen. Ich Airbnb gewesen, ne? In Portugal. Und ich nehme ja jeden Morgen immer meine Milbenscheiße, lege ich mir unter die Zunge 2 Minuten, lasse die schön einwirken, um meine Allergien besser zu machen. Ja. So. Verstehe. Und ich in diesem Airbnb war halt super billig. Es waren noch 2 andere Parteien. Und ich komme so raus, hab das so im Mund. Ja, hab das schon. Ich rede dann auch immer so. Und hab das schon so 2 Minuten. Ich war kurz vorm Runterschlucken quasi. Und in dem Moment kommt mir von außen halt so ein Nebenbewohner entgegen. Und ich sag so, good morning. Und in dem Moment entlädt sich so ein richtig schön langer Rotzfaden bis auf den Boden. Und ich lach ihn nur so an. Und er muss, also das war der erste Eindruck. Er muss halt echt gedacht haben, what the fuck bin ich denn hier gelandet? Weil, wie gesagt, billig. Relativ abgeschieden in der Stadt so. Oh, the German guys. Ja, und echt 100 Meter weiter ein richtig krasses Ghetto, also wirklich so ein Slum, ja, habe ich am letzten Tag erst entdeckt tatsächlich. Und das war sein erster Eindruck. Fand ich gut. Also ich finde es ja lustig, mich stört sowas nicht. Ist eine witzige Anekdote. Aber für ihn war es, glaube ich, sehr verstörend. Kann ja auch ein Eisbrecher sein, ja. Ja, ich habe ihn nicht aufgeklärt. Ich hab hinterher mit ihm geredet. Die einen waren aus Russland, die anderen waren aus Holland, Niederlande. Und das war's. Aber ich erkläre dem noch nicht, dass ich Milbenscheiße ist. Ist doch viel lustiger so. Naja. Wird ihm auch scheißegal gewesen sein. Ja, lass den German doch sabbern. Ja, sabbern. Okay, und da wir das im letzten Mal gemacht haben, würde ich sagen, wir machen das auch diesmal noch. Eine Uplifting News am Ende noch. Ja. Ja. Bis 2038 will Deutschland seine ganzen 84 Kohlekraftwerke abschalten. Wurde jetzt offiziell festgelegt. Aber erstmal müssen ja die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Bin ich 34, bin ich irgendwie halb tot, scheiße. Ja. Was? Alter, bist du jung. Ja. Und das ist ja immerhin was. So. Aber glaubst du auch daran? Ich hoffe. Ich möchte. Ich habe in Portugal meine Optimismushose angehabt. Das heißt kurze Hose. Ich wurde nie enttäuscht. Also werde ich auch hier meine Optimismushose anziehen und sagen, ja, oh, ist doch schön. Sie wollen dann nur noch auf erneuerbare Energie setzen. Das kann natürlich dann wieder dafür sorgen, dass irgendwelche Energiepreise höher werden oder so. Aber das wird sich zeigen. Vielleicht kommen ja noch ganz neue Ressourcen dazu. Und da wollte ich nämlich kurz mit dir brainstormen. Ja. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere unangezapfte Quelle. Wie zum Beispiel die Drachenschanze. Oder ja, so. Weil wenn man da einfach seine Fürze einfach einfahren. Ja, wenn man da so ein geschicktes Kabel oder so ein Rohr langlegt, vielleicht ist da noch das einiges zu holen. Einfach alle Hamster kaufen. Hamster? So Hamster. Oder ja. Kinder, die nicht geimpft sind, in eine Fabrik stecken, die dann den ganzen Tag in so Hamsterrädern rumrennen. Beide Probleme auf einmal gelöst. Das waren ja so viele gute Ideen. Indische Kinder. Ich weiß gar nicht, welcher Essen ist. Indische Kinder. Aber es kommen nur noch 50 Kinder, Millionen die nicht geimpft sind. Na, die indischen Kinder sind noch frei, die japanischen. Die chinesischen kann man nicht mehr nehmen. Die sind nämlich dafür zuständig, dass diese, ihr kennt doch Luftpolsterfolie, dass jede Bubble einzeln aufgepustet wird. Ja. Ja, die Chinesen machen ja schon die Kleidung und die Bubbles da. Und bauen unsere iPhones zusammen. Und die Inder machen dann die Energie. Ja. Aber Indien hat auch irgendwie was, wo es mega krass produziert. Ich weiß nicht. Irgendwas Schimmels. Nee. Schimmels. Curry. Curry. Um auch jetzt nochmal so einzelne Wörter zu sagen. Ja, das ist so Uplifting News. Curry. Ich würde mich freuen, wenn es da vorangeht. Natürlich so, dass es auch safe ist. Du kannst in deinen Titel übrigens das mit Titten schreiben, wenn wir Titten geredet. Nee, das machen wir nicht. Das wäre ja zu scheiße. Also ein Thumbnail vielleicht, ja, aber in den Titel auf keinen Fall. Dann zu guter Letzt muss ich noch sagen. Der Tittentitel, ja. Kennst du diesen Podcast Podumcast? Noch nie gehört. Richtiger Scheiß. Ja, muss ich wirklich sagen.
Da sind zwei völlig inkompetente Leute, die komplett ohne Kontext, ohne Themen darauf loslabern. Und wenn... Was keiner hören will. Ja, also wirklich, wenn der darüber stolpert, geht drauf und schreibt einen Hate-Kommentar. Ja. Ganz ehrlich. Oder einfach melden und sagen hier... Gemeldet und... Melden hier. Wegen... Anstößigkeit. Ja, wegen Nacktheit. Dummheit. Ja. Es gibt ja jetzt auch strengere Richtlinien, was YouTube-Pranks und gefährliche Videos angeht. Also meldet wegen gefährlicher Content. Ja, bitte, bitte. Gefährlicher Content. Gibt es denn Simon Desue noch? Wir werden sehen, ob diese neuen Richtlinien da vielleicht was dran bauen können. Muss der aber nicht ins Gefängnis, Simon Desue? Nee, der muss nicht ins Falschgeld. Gefängnis. Seine Freundin macht jetzt bei Germany's Next Topmodel. Alter, Leute, hört ihr es? Hier im Brennpunkt werdet ihr über die neuesten News aus dem Internet informiert. Und Wer ist Dschungelkönig geworden eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sonja Zietlow, glaube ich. Glückwunsch, Sonja Zietlow. Solange sich der Jota geworden ist. Ich kannte von den ganzen Leuten nur einen und das war dieser Schlagersänger. Costa Cordalis. Nee, der war schon mal. Ich kenne halt echt nur diese Sachen von vor 10, 15 Peter, Jahren. Aber es ist Peter halt auch Olaf. Mittlerweile so, dass irgendwie da nur Leute mitmachen, wo du dir denkst, warum seid ihr berühmt? Ach, du warst beim Bachelor, stimmt. Jede zweite Frau beim Dschungel. DSDS-Kandidaten, also ich schaue es auch nicht mehr. Ich habe es auch früher geschaut, so die ersten 3 Staffeln, so, als ich noch ein Kind war. Ja, die ersten 2 Staffeln hat meine Mutter angeguckt, deswegen habe ich es überhaupt nicht. Mit Dirk Bach damals, ne? Genau. Ja, legendär. Als der tot war, dann war die Sendung halt tot. War die auch ganz tot, muss man sagen. Aber was ich noch kurz sagen wollte, diese Richtlinie nämlich. Ja. Da will ich es wirklich auch nochmal kurz angesprochen haben. Das könnte relativ interessant werden, weil ich ja auch Content bisweilen mache, wo man sagen kann, hey, ja, das ist aber gefährlich. Sehr gefährlich. Und für diese Richtlinien gelten, wenn Kinder das sehen und lebenslang verstört werden quasi, dann ist das kein guter Content. Aber das ist und dann doch ist das nicht Konzept, zugelassen. Aber dann müsste man auch mal die richtig. Eltern hinterfragen, wie das die Kinder das gucken lassen. Das ist natürlich richtig. Vielleicht sollte man sich einfach überlegen, einen wirklich sinnvollen Jugendschutz irgendwie einzubauen, weil ich finde es halt genauso wie bei zensierten Spielen und so Quatsch, wenn erwachsene Menschen um Dinge beschnitten werden, nur weil Kinder verstört werden könnten. So. Wie beim Judentum quasi. Ja. Ich setze mich ein für eine Grenze, dass man erst ab 18 ins Internet gehen darf. Ich setze mich ein für eine Grenze mit Mauer zwischen Mexiko und Amerika. Ja. Also USA, sorry. Ja, bitte auch. Ich wollte gerade sagen, Amerika ist ein bisschen falsch. Ist okay. Wir brauchen Mauern, die uns zusammenbringen und uns näher zusammenrücken. Ja. Wir brauchen mehr Mauern. Ich bin auch da, das wollte ich nur noch ganz kurz noch anschneiden, so ganz vorm Schluss. Ne? Abschneiden, meinen Penis. Diese Mauersache, ja. Hast du mitgekriegt, der Shutdown ist vorbei. Donald Trump hat eingelenkt. Er hat seinen Willen nicht bekommen. Ja, Donald Trump hat eingelenkt. Wir machen jetzt erstmal so weiter. Mit Aussicht auf in 3 Wochen machen wir weiter Shutdown. Und ich möchte bitte trotzdem das noch, aber wir machen jetzt trotzdem erstmal. Ich wünschte mir einen Shut-Up von ihm. Ja. Also Donald Trump Shut-Up. Ja. Für immer. Mal gucken. Vielleicht ist er ja nicht mehr so lange im Amt, weil auch da ist die Sache am Brodeln. Aber da habe ich jetzt wirklich zu viel Halbwissen. Es ist die erste Person verhaftet worden tatsächlich in diesen Kreisen um Donald Trump und um gerickte Wahlen und so. Und das ist eine sehr spannende Sache, aber da habe ich jetzt wirklich zu wenig Wissen, um das nochmal hier ausufern. Also ich wünsche mir eine Parade in der Donald Trump war mit so einer offenen Limousine, so ein Cabrio durch die Stadt fährt. Ja. Mit seiner Frau und so ein bisschen rumwinkt und ja. Pass auf, und dann wird er erschossen und die Frau. Auf die Idee kam ich gerade gar nicht. Achso. Ich wollte nur sagen, bei JF Kennedy, das ist ja viel zu makaber, aber bis hierhin hört ja nur der harte Kern. Die Frau ist ja irgendwie, hat sie so ein Stück Kopf oder so von Kennedy fangen wollen. Also sie geht ja irgendwie so hinten. Und bei Trump ist es aber die Perücke, die so... Ja, das Toupet. Ja. Das kleine Hirn, was so rausspringt. Welches? Na gut, irgendwie höre ich auch gerade schon wieder nichts mehr, weil die Musik so laut ist. Also, dann haben bestimmt auch die Leute bei YouTube nicht gehört, was für unmoralischen und verwerflichen Content wir hier produzieren.